eingestellt worden bin ich bei der Frau Charlotte Fischer. Ach Mensch, du suchst doch einen Job. Fragen eure Familien und Freunde ständig, ob ihr etwas für sie montieren könnt. Immer nur eine Abteilung, es wird gesagt, immer nur eine Abteilung und auf einmal ist ein Gewusel in der ganzen Abteilung. Wie kann das denn sein, dass das so schnell geht? Mit Digitalisierung ist das eben alles möglich. Man wünscht sich das nicht zurück. So groß machen, dass man da noch zwei Stockwerke draufbringen. Die Eiche Rustikalküken, also der richtige Brocken. Wie wir zusammenarbeiten, das Miteinander und das Füreinander. Ich bin aber auch wirklich sehr froh und stolz drauf, dass ich diese Verantwortung bekommen habe. Ich freue mich, dass wir heute dieses Interview zusammenführen. Als Chefin ist mir der Kontakt zu den Mitarbeitern besonders wichtig. Theresa, magst du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen, welchen Bereich du bei Möbel Fischer verantwortest und seit wann du diese Rolle ausfüllst? Hallo Franziska, ich freue mich auch sehr, dass wir das zusammen machen. Was gibt es zu mir zu sagen? Ich bin seit 2010 Teil der Fischer-Familie, anfangs als Nebenjob während des Studiums und dann ab nach Abschluss des Studiums in Vollzeit habe ich die Seniorchefs, mittlerweile Seniorchefs, bei der Einkaufs- und Ausstellungsplanung unterstützt und habe da schon ganz früh die Erfahrung mit dem Möbel an sich gemacht. Nach der Rückkehr aus der Elternzeit meiner großen Tochter habe ich dann nur noch in Teilzeit gearbeitet und die Hauptverantwortung aber für die Ausstellung in beiden Häusern übernommen. Und ja, da geht es vor allem darum, wie kommt das Möbel nach dem Einkauf in die Ausstellungen, wie werden die Flächen gestaltet, welche Farben bis hin zur Dekoration. Und ich plane das, aber für die Umsetzung brauche ich dann natürlich Unterstützung und dafür habe ich mein kleines Team. Unser beider Wege haben sich ja recht früh gekreuzt, seit Beginn meines Weges bei Möbel Fischer, und ich konnte deinen Werdegang auch schon seither begleiten. Wie fühlt es sich denn an, die vierte Generation zu sein? Das ist eine gute Frage. Also ich finde, es ist total aufregend. Es ist auch viel Verantwortung, die man übernimmt. Es steckt ja auch wahnsinnig viel Tradition in diesen 100 Jahren drinnen. Ich bin aber auch wirklich sehr froh und stolz darauf, dass ich diese Verantwortung bekommen habe und dass ich vor allem auch von meinen Eltern das Vertrauen bekommen habe, dieses Unternehmen fortzuführen. Und was machst du anders als die vorherigen Generationen? Ich glaube, jede Generation hat so ihren Bereich, den sie ausfüllen darf. Die früheren Generationen zu mir hatten ganz viel mit dem Thema Wachstum zu tun. Meine Eltern haben ja vor allem auch die Filialen aufgebaut, haben groß gebaut. Und ich glaube, meine Generation hat eher so das Thema, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und zu gucken, wie man mit den Menschen umgeht, wie man das Wohlbefinden in der Firma nach vorne bringen kann und auch sich mit dem ganzen Thema wie Technologie und Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Du bist ja ein Teil des Führungsteams hier bei Möbel Fischer, hast ein Team von 4 Mitarbeitern unter dir und das Ganze ja in Teilzeit. Was würdest du sagen, fühlt dich in dieser Rolle als Führungskraft besonders aus? Ja, zuerst mal, mein Team besteht aus der Sophia, der Hausschreinerin in Forchheim, dem Hausschreiner in Herzogenaurach, dem Harry, der Julia, zuständig für das visuelle Marketing, also Dekoration, Farben und so weiter. Und wir werden unterstützt von Berger, unserem Auszubildenden. Und es erfüllt mich, tagtäglich zu sehen, was das kleine Team leistet, wie jeder sein Bestes gibt, wie wir zusammenarbeiten, das Miteinander und das Füreinander. Dann natürlich die Loyalität auch der Firma gegenüber und all das, wie sich das Team zusammen entwickelt. Wir sind mittlerweile super eingespielt und das ist einfach schön zu sehen, das macht Spaß. Und was natürlich auch erfüllt, ist das Endprodukt des Ganzen, also die 2 Ausstellungen in den 2 Häusern. Das, was wir täglich schaffen mit unserer Arbeit und dann den Kunden bieten, Kunden und Kundinnen, dass die sich hier in der Ausstellung bewegen und Inspirationen finden und schöne Dinge fürs Zuhause. Und was würdest du sagen, stresst oder belastet dich am meisten? Also es belastet nichts dauerhaft, aber das Gefühl, dass man von Zeit zu Zeit den einzelnen Dingen nicht gerecht wird, weil einfach die Zeit knapp wird, das ist schon da.
Und ich kann mich da ganz gut an eine Werbung erinnern, die es vor Jahren mal gab. Da hat eine Frau auf die Frage hin, was sie denn beruflich machen würde, hat sie gesagt, sie führe ein kleines, aber sehr erfolgreiches Familienunternehmen. Und in ihrem Fall war damit einfach die Familie zu Hause gemeint, der Mann, die Kinder und das Ganze drumherum. Und man muss schmunzeln, aber also ich empfinde es tatsächlich so, also es ist wenn man hier abends oder nachmittags aus der Arbeit rausgeht, warten zu Hause einfach auch viele Entscheidungen, viel Verantwortung, viel zu koordinieren und das füllt dann den Rest des Tages aus und das wird vielleicht manchmal unterschätzt. Und welche Unterstützung wünschst du dir sowohl beruflich wie auch privat? Also beruflich von meinem Arbeitgeber brauche ich dazu Flexibilität und Handlungsspielraum und die Möglichkeit, die Dinge so anzupacken, wie ich am möglichst gut arbeiten kann, also mir die Sachen einzurichten. Dann brauche ich natürlich die Unterstützung meines Teams dazu. Die müssen mit mir kommunizieren, die müssen sich auf die Arbeitszeit noch einstellen, wissen aber andererseits auch, dass sie mich erreichen können. Und privat würde ich das Ganze ungern als Unterstützung bezeichnen, weil ich finde, dass die Familie ein Miteinander ist und mir ist ganz wichtig, dass sowohl mein Partner als auch ich da gleichwertig zu gleichen Teilen zuständig sind. Also ich weiß, dass in vielen Familien da noch ein Ungleichgewicht in der Rollenverteilung herrscht. Ich finde das ganz schade und ich bin sehr froh und glücklich darüber, dass es bei uns anders ist. Welche Fähigkeit oder Eigenschaft findest du besonders wichtig, wenn man als Führungskraft in Teilzeit arbeitet? Zum allererst eine Struktur, die funktioniert, um die weniger Zeit ein wenig auszugleichen. Dann ist Resilienz ganz wichtig. Also man braucht eine gewisse Widerstandsfähigkeit auch, um Belastungen teilweise auszuhalten. Und Empathie, Einfühlungsvermögen für sein Team, für das Miteinander. Wie ist das bei dir? Was ist dir als Chefin besonders wichtig? Was treibt dich an? Mich treiben vor allem die Menschen hier im Unternehmen an. Wir haben ja rund 70, 75 Mitarbeitende, die hier ihre Arbeit leisten. Und es ist einfach total schön zu sehen, wie die sich täglich entwickeln und wie sie einfach Teil der Fischerfamilie sind. Ansonsten finde ich immer ganz wichtig, ist eine offene Kommunikation. Wir sagen auch immer gerne, unsere Türen stehen jederzeit offen. Weil wir einfach wollen, dass die Mitarbeitenden auch einfach zu uns kommen, dass wir über Probleme oder auch über Ideen sprechen und so auch gemeinsam das Unternehmen nach vorne bringen. Ansonsten glaube ich, ist es ganz wichtig, diese kurzen Entscheidungswege zu haben. Also wir sind ja sehr flexibel, sehr wandelbar und das bringt einfach so ein Unternehmen auch nochmals nach vorne. War es für dich schon immer klar, dass du Teil des Familienunternehmens sein möchtest? Also ich glaube, so ganz tief in mir würde ich sagen, ja, auch wenn ich es nicht immer gesehen habe. Also es gab sicher Zeiten, wo ich gedacht habe, vielleicht möchte ich mal was anders machen, aber man wächst ja damit auf und es ist ja irgendwie so mit in einem drinnen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wie einem die Eltern das auch vorleben. Also wie wird dir als Kind vermittelt, was Unternehmertum ist? Also wird es positiv behaftet vermittelt oder negativ? Und ich finde, da haben meine Eltern einfach einen total guten Job gemacht, weil sie das immer sehr, sehr erfüllend rübergebracht haben. Und wir waren ja als Kinder immer mit dabei. Also Familienunternehmen war bei uns auch wirklich so wie das fünfte Familienmitglied am Tisch und damit ist man aufgewachsen und das trägt man dann ganz tief in sich und das kann man dann, glaube ich, auch irgendwie nicht loslassen und dann freut man sich auch, wenn man dann selber irgendwann Teil des Ganzen ist. Welche Rolle spielt da Familientradition und wurde die im Laufe der Jahre weiterentwickelt? Tradition spielt einen sehr wichtigen Punkt, finde ich, weil wir bauen ja 100 Jahre Firmengeschichte auf Tradition auf. Und wenn ich zurückblicke, war in der Firmengeschichte waren es immer Männer und Frauen, die Hand in Hand gearbeitet haben, die zusammen an der Spitze waren, die das Unternehmen nach vorne gebracht haben, die starke Visionen hatten und die auch ganz viel Leidenschaft für das Produkt hatten. Und ich glaube, unsere Generation muss diese Tradition bewahren. Genauso müssen wir aber auch gucken, wo sind die neuen Wege, welche alten Zöpfe müssen wir vielleicht abschneiden und so im Prinzip Tradition bewahren, aber die Zukunft eben neu gestalten. Wenn wir schon in der Vergangenheit schwelgen, bei 100 Jahren Firmentradition, hast du ja gut
10 Jahre schon mitgemacht. Hast du eine Anekdote für uns aus den letzten Jahren? Eine besondere Anekdote fällt mir jetzt spontan nicht ein, aber es gibt natürlich immer wieder Erfolgserlebnisse. Und solche Erfolgserlebnisse während des Jahres sind immer wieder unsere Hauruck-Aktionen. Wir sind irgendwann dazu übergegangen, dass wir nicht mehr Pläne bis ins Detail zeichnen und uns tagelang damit auseinandersetzen, welche Artikelnummer wohin geschaffen werden, also das bis auf Artikelebene zu notieren, sondern wir vereinbaren da inzwischen ja Termine mit dem gesamten Team, sogar mit der Chefin, der Senior-Chefin ganz oft mit dabei, und zu diesen Terminen treffen wir uns dann in den Ausstellungen und dann wird den ganzen Tag zusammengeräumt und neue Ideen entwickelt. Es entsteht ganz viel zusammen, ganz viel gemeinsame Zusammenarbeit, und am Ende des Tages hat man meistens die Ausstellung einmal komplett umgekrempelt und sieht wunderschöne neue Flächen. Das sind tolle Erlebnisse zusammen, das stärkt das Teamgefühl, und das würde ich als eines der Erfolgserlebnisse bezeichnen, solche Tage. Und wie ist es so als Frau in einer doch sehr männerdominierten Möbelwelt? Gefühlt wird den Frauen leider immer noch eher das ganze Ästhetische zugetraut, also Farben, Deko, Accessoires, während die Männer sich dann um Führungsverantwortung, um Verkaufsleitung, um Einkaufsentscheidungen kümmern dürfen. Das finde ich sehr schade und erinnere mich noch ganz gut, du vielleicht auch, dass wir zu Anfangs, wenn wir in den Einkaufsterminen saßen oder auf Messen gegangen sind, wurden wir immer gefragt, wo denn der männliche Part unserer Gruppe bleibt. Kommt da noch jemand? Kommt der Senior-Chef noch? Und wir dann immer geantwortet haben, nein, wir sind's und wir bleiben's. Und aber mittlerweile haben sich die Leute gewöhnt. Mittlerweile werden wir, denke ich, geschätzt. Und mittlerweile wird uns die Aufgabe auch zugetraut. Die Möbelbranche ist absolut spannend. 100 Jahre Möbelwelt, was würdest du sagen, hat sich in dieser Zeit verändert? Ja, sie ist sehr vielfältiger geworden. Also wenn wir auf 200 Jahre zurückschauen, dann gab es klare Stile. Es gab eine Formensprache, die zu jedem Stil gepasst hat. Und das haben sich dann Jahrzehnt für Jahrzehnt dann abgewechselt. Inzwischen ist es nicht mehr so klar. Es wird sich bei der heutigen Möbelwelt viel aus allen Stilrichtungen bedient. Das Stilmix ist willkommen. Und das hat viel, denke ich, mit der Individualisierung zu tun. Wir leben zum Glück in breiten Graden, wo man sich keine Sorgen machen muss, oder nur in den allerwenigsten Fällen, dass man ein Dach über dem Kopf bekommt. Also man hat dieses Dach und dann ist man, wenn man sich dann keine Sorgen machen muss über diese grundlegenden Dinge, dann kann man sich individualisieren. Dann kann man sich überlegen, wie sieht dieses Dach aus, wie kann ich die Formen gestalten, wie möchte ich mich in meinem Zuhause präsentieren. Das hat auch mit Selbstverwirklichung zu tun. Jeder wünscht sich, sich in seinem Zuhause auszudrücken und sich da auch wiederzufinden. Und einer der großen Trends ist jetzt Digitalisierung. Fernseher werden immer größer, Bücher werden immer weniger. Wie würdest du sagen, hat sich das aufs Wohnen ausgewirkt? Naja, das Groß an Stauraum ist nicht mehr notwendig. Also die Möbel werden schlanker, der Stauraum wird geringer. Das ist zum einen natürlich. Die Digitalisierung hat auch Einfluss. Die Leute informieren sich viel online, sie lassen sich online auch inspirieren und entwickeln da schon Ideen, wie sieht ihr Stil aus, in welche Richtung möchten sie gehen, welche Farbkombinationen finden sie schön. Und unser Plus ist natürlich, dass man bei uns dann in den Ausstellungen das auch abbilden kann. Also wir bemühen uns ganz viel, diesen Stilmix und diese Vielfalt in der Ausstellung zu zeigen und dann auch zu bieten, die Materialien zu spüren, was ja auch ein Bedürfnis von den Menschen ist. Farben in echt sehen, die Materialien spüren und sich auf so einem gemütlichen Rundgang in den Ausstellungen einfach inspirieren zu lassen. Und dann gibt es ja die Megatrends der heutigen Zeit. Was würdest du sagen, welche Herausforderungen bringen die mit sich?
So einige, würde ich sagen. New Work mit einem großen Anteil an Homeoffice bedingt flexiblere Arbeitslösungen, Arbeitsplatzlösungen. Dann die Mobilität. Leute möchten sich vielleicht nicht für alle Zeiten an einem Ort aufhalten und überlegen deshalb ganz gut, was ist wirklich notwendig, wie viel kriege ich überhaupt unter. Dann die Gesundheit wird zunehmend wichtiger. Es wird immer mehr auf Verarbeitungsprozesse oder die Herkunft von Produkten und Materialien geachtet. Und der Neoökologismus, also das Bewusstsein hat sich gewandelt. Es wird inzwischen sehr gut überlegt, zu Recht, was ist wirklich notwendig, was muss ich mir neu anschaffen und wo kann ich verzichten oder Dinge wiederverwenden. Wenn man die Entwicklung der Möbelwelt herunterbricht auf Möbelfischer, was waren für dich besondere Meilensteine, sowohl vor deinem Firmeneintritt als auch währenddessen? Also ich glaube, die großen Meilensteine sind natürlich die Entwicklung der Gebäude. Also der erste, der Umzug in die Flughafenstraße, der Aufbau dort mit der Werkstatt, dann natürlich der Umzug hier in die Ratgeberstraße in Herzogenaurach, wo wir jetzt auch sitzen. Dann haben wir 1998 haben wir das Möbelhaus Kraus gekauft und umgewandelt in eine Möbelfischer-Filiale. Wir haben in Nürnberg eine Filiale eröffnet und auch wieder geschlossen. Das sind sicher Meilensteine, die uns bewegt haben. Wir haben ganz viele Mitarbeiter bis in die Rente begleitet. Das ist, finde ich, immer ein großes Thema. Und so in meiner Zeit, die großen Meilensteine waren sicher die Boutique, die wir umgebaut haben, weil das, glaube ich, ein Konzept ist, das sehr einzigartig ist auf dem Markt. Und natürlich auch unsere gesamte Digitalisierungsstrategie, weil wir da auch einen sehr eigenen Weg gehen und sehr viel Freude dran haben. Es gibt ja Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dich schon als Kind kennen. Wie ist das dann Jahre später, deren Chefin zu sein? Also ich muss sagen, am Anfang war ich sehr nervös, ins Unternehmen zu kommen. Man kennt ja die anderen kennt man nicht. Aber es war völlig überflüssig. Also ich wurde immer mit Respekt behandelt hier drinnen. Und sie haben schnell gemerkt, dass sie sich auf mich verlassen können. Und es ist auch, glaube ich, ganz wichtig zu spüren, dass die nächste Generation kommt, dass die das Unternehmen nach vorne bringt. Und ich glaube, so sind wir gemeinsam gewachsen an der Aufgabe und mittlerweile ist es ein wirklich schönes Miteinander. Zum Abschluss, welchen Ratschlag würdest du weiblichen Fachkräften geben, die darüber nachdenken, eine Führungsrolle anzustreben? Machen, klar, warum auch nicht? Eigentlich ist es ganz einfach. Das eigene Team, das man anleitet, so behandeln, wie man sich selber seinen eigenen Chef wünscht, also eine gute Fehlerkultur bieten, Gespräche auf Augenhöhe, wertschätzenden Umgang miteinander, Klarheit und Strukturen vorgegeben, die Ziele definiert und all diese Dinge. Und was nicht zuletzt wichtig ist, Präsenz zeigen natürlich beim Team und auch mal mit anpacken können, Dinge gemeinsam umsetzen, das ist auch ganz wichtig. Meine Teammitglieder zum Beispiel greifen manchmal Dinge an auf eine Art und Weise, wie es nicht mein Weg wäre. Aber ich weiß einfach, dass ich mich da entspannt zurücklehnen kann, weil am Ende wird das Ergebnis stimmen und am Ende wird das Ergebnis gut sein. Und die Arbeit macht dann mehr Spaß für die. Und was sagst du? Welchen Ratschlag würdest du jungen Menschen geben, die sich für oder gegen das Familienunternehmen entscheiden müssen? Also ich glaube, das sind so drei Aspekte. Das erste ist in sich reinhören, gucken, wofür brenne ich, was ist meine Passion, gibt es irgendwas, was ich unbedingt erreichen will. Wie zum Beispiel möchte ich Arzt werden, dann ist das, glaube ich, der wichtigste Part, dass ich sage, ich gehe auch dann diesen Weg. Der zweite wichtige Punkt ist, finde ich, man darf sich nicht dem Druck von außen beugen. Also oft wird ja auch von Familien gesagt, du bist der Erstgeborene, du musst ins Unternehmen. Also ich glaube, davon muss man sich losmachen, sondern man muss die Entscheidung für sich persönlich treffen, weil es sein eigenes Leben ist. Und der dritte Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist, welches Gefühl entsteht in dir, wenn du die Aussage hast, das Familienunternehmen wird jetzt geschlossen oder wird nicht mehr fortgeführt? Was passiert dann in dir? Also hast du das Gefühl, es ist eine Erleichterung oder hast du das Gefühl, du bist total traurig? Und ich denke, gerade wenn dann dieses Trauergefühl hochkommt, ist es ein wichtiger Aspekt dafür, dass du das selber machen möchtest. Und was würdest du der kleinen Franziska raten, die vor der beruflichen Entscheidung steht? Ich würde ihr raten, vertraue auf dich, vertraue auf deine Entscheidungen und du kannst dir mehr zutrauen, als du dir jetzt vielleicht vorstellen kannst. Und das Wichtigste ist, du kannst die Rolle als Chefin individuell ausfüllen. Also
völlig egal, was diese ganzen Rollenbilder sagen. Du kannst die Person sein, die du bist und kannst dich individuell weiterentwickeln. Und ich würde eher sagen, ich freue mich wahnsinnig drauf, dass du irgendwann ein Vorbild für andere Generationen bist und dich ja mit der Rolle als Chefin auch für die Sichtbarkeit entscheidest. Vielen Dank für deine Zeit, für dieses wunderbare Interview. Vielen Dank, dass du Teil der Möbel-Fischer-Familie bist und ich freue mich auf die Zukunft, die wir gemeinsam gestalten werden. Darauf freue ich mich auch. Sehr, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht. Danke dir.